meinst über die Gegend hier? Da. Wenn du am Leben bleiben willst, halte dich auf den Wegen. Okay. Je weiter du dich in die Wildnis begibst, desto gefährlicher wird es. Dann würde ich mal vorschlagen, dass der hier ein bisschen korrekt war, wann wir denn halt vor Kavalon. Bald wird es hier ziemlichen Ärger geben. Was ist los? Ein Typ namens Kavalon kommt euch holen. Und ich mit dabei. Der Typ hat überlebt. Ich bin weg. Alles klar, ciao. Man sieht sich später. So, dann lass aufmischen. Lass mal die verprügeln, ja. Alles klar. Halte mir einfach den Rücken frei, okay? Jetzt werden die ihr blaues Wunder erleben. Bagnale. Hey, dein Rücken ist frei. Ich komm schon, keine Angst. Kavalon, nicht so schnell. Okay, ich komme ja schon. So. Anfangs wird mit diesem Ausdauersystem wahrscheinlich ein bisschen schwer sein, aber je höher der Level steigt, desto mehr Ausdauer kriegen wir dann auch. Oder ist es von Stärke abhängig? Keine Ahnung. Mal schauen. So, Kavalon, wo bist du? Kavalon, du bist einfach vorgerannt. Aber ich krieg dafür Erfahrung, wir brauchen gar nichts zu machen. So, ich hoffe, keiner greift mich an. Kavalon, ich bin auf deiner Seite. Du schaffst das. Kann Kavalon eigentlich selber sterben? Hey, der ist unbesiegbar. Hey, mach schon mal, ich raube den bisschen aus. Hast du verdient, Mist. Ah, nicht, dass du gleich hier. So, Kult das hast. Wäre erledigt. Ha, sie hätten sich eben nicht mit mir anlegen sollen. Dann kann ich jetzt endlich meinen Auftrag erledigen. Hab schon viel zu viel Zeit verloren. Was für ein Auftrag? Ja, ich muss erst in die Stadt und dann später. Ich weiß nicht, wie ich das alles rechtzeitig schaffen soll. Was ist mit mir? Warum eigentlich nicht? Du könntest den Brief in die Stadt bringen. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich um meine Ausrüstung zu kümmern. Einer der Banditen müsste den Brief in seiner Tasche haben. Bring ihn zu Vatras, dem Wassermagier der Stadt. Du wirst ihn im Adanos-Tempel treffen. Er predigt dort den ganzen Tag. Sag ihm, dass ich es nicht mehr geschafft habe. Und wenn er dich fragt, wo ich bin, sag ihm einfach, ich bin schon zum Treffpunkt aufgebrochen, okay? Ach ja, okay. Noch. Kauf dir bei den Bauern erstmal ein paar anständige Klamotten. Sonst hält dich noch jemand für einen Banditen. Hier hast du ein paar Münzen. Oh, gute Diese. Was kannst du mir beibringen? Kannst du mir was beibringen? Sicher, das weißt du doch. Mensch, dir haben sie ja ganz schön zugesetzt. Du kannst dich an gar nichts mehr erinnern, was? Nee, überhaupt nicht. So, ich will meine Fähigkeiten erlernen. Sicher? Was willst du wissen? Ich würde sagen, erstmal gar nichts. Wichtig ist, erstmal Stärke hochzubringen. Stärke ganz wichtig, diese Braga. Da ist Brief, Schlüssel von Truhe bestimmt. So, Butlerhose. Da nur noch. Butlerhose hier einfach so rumliegen. Sieht gut aus, diese Butlerhose. War bestimmt meine früher. Diese Hunde, die haben einfach meine alte Butlerhose, was ich damals gekauft habe, aufgehoben. So, damit die halt durch Geruch mich aufsuchen können, weißt du? So, du gibst einen Hund hoch, das ist ein Bogen. Guter Bogen steht da. Guter Bogen. Ist es wirklich guter Bogen oder ist es ein guter Bogen? Aber wir haben nicht genug Geschicklichkeit. Vielleicht auch mehr, mach ich mehr Geschicklichkeit, weißt du, damit wir ordentlich hier mit Bogen auch hier alles zerstören können. So einen Hybriden mach ich. Ich denke mal, ich werde genauso wie in G1 halt meinen Charakter wieder aufbauen. Stärke, mehr Stärke, wenig Verstand, wenig Intelligenz, mehr Stärke, so ein bisschen Geschicklichkeit, damit wir auch mit Bogen ein bisschen umgehen können. Fertig ist. So werde ich das machen. So. Dann, lass mal kurz Briefe lesen. Eigentlich dürfen wir das nicht lesen. So, das ist die Nachricht erstmal. So, das geht um uns halt. Dieser Befehl, dass die uns alle töten wollen und keine Ahnung. So sehen wir aus. Gut. So, und das ist jetzt dieser Brief von, versiegelter Brief von diesem Kavalon, was der Bandit hatte. So, werter Vatras. Vatras. Wir sind bis zum Portal vorgedrungen. Du hattest recht. Es scheint tatsächlich so, als seien die sie Adanos-Gläubige gewesen. Ich bitte dich, das Anhang meiner Aufzeichnung nochmal zu prüfen. Wir haben schon seit Tagen keines dieser seltsamen Wesen aus Stein ausmachen können. Trotzdem bebt die Erde immer noch aus nicht erkennbaren Gründen. Ich vermute, dass uns das Studium bald mehr Aufklärung darüber bescheren wird. Das Ornament
das wir gefunden haben, hat eine weitaus wichtigere Bedeutung, als wir zuerst angenommen haben. Es scheint ein wichtiges Schlüsselartefakt zu sein, ist aber leider nicht vollständig. Wir müssen es noch weiter studieren. Entsende eines unserer Kinder vom Ring des Wassers, um es uns zurückzubringen. Wenn es geht, schicke nicht Kavalon. Ich habe ihn damit beauftragt, dir diesen Brief zu überbringen. Ich denke, damit hat er erst einmal genug getan. Ich hoffe, dass wir das Richtige tun. Karoch, ich glaube, Kavalon ist nicht wirklich zuverlässig, weil allein schon diesen Brief zu dem zu bringen, das ist schon viel zu viel für die Wassermeige anscheinend. So, das sind wahrscheinlich unsere alten Kollegen. Hier sind zwei Wege da, Unacheln. Gab es ja nicht davor. Gefängniskolonie? Ah. So, und irgendwo hat sich auch unser Kumpel hier eigentlich versteckt. Aber ich sehe gerade nicht wo. Er muss irgendwo hier. Da ist er doch, Mensch. Aber wir kommen nochmal zu denen zurück. Alles gut, wir kommen nochmal zu denen zurück. Lass mal erstmal hier weitergehen. Mal schauen. So, an den. Das ist eigentlich hier nützliche Sache hier, diese Enos-Statue. Den kannst du zum Beispiel das, was du Enos bei Belia bekommst. Talent Lebensregeneration. Ah. Dann, was ich jetzt machen werde, wir sehen uns gleich wieder. Wenn das so Enos ist. Ich werde es gleich erklären, was ich gemacht habe. Erstmal speichern. Karoch, bis gleich. So, da bin ich Karoch wieder, ne? Es ging um diesen Talent da. Vorsichtig. So, Es ging um diesen Talent Lebensregeneration. Das Ding ist, ich habe das schon als Mod drin gehabt, so. Und da in dem Mod El Haifa diese als Talent da gibt, dachte ich, es wäre fair, wenn ich diese Talent, also den Mod deaktiviere, weil du hier das eigentlich schon hast als Talent. So, dann können wir gucken, was das kostet. 20 LP? Oder was? Also, ich zahle 20 Lebenspunkte. Lernpunkte. Okay. Wie viel haben wir? Das ist auf jeden Fall eine nützliche Sache. Wir haben 10 Lernpunkte. Wir müssen auf jeden Fall irgendwann zu Nieres zurückgehen. Das wäre wahrscheinlich das Erste, was ich machen werde. Beten. So. Und hier ist es so, wenn du spendest, bei 0 gibt es nichts und bei 10 kriegst du Lebenspunkte tatsächlich. So, noch brauchen wir, glaube ich, das. Eigentlich brauchen wir das nicht wirklich. Lass mal 100 Enos spenden. Brauchen wir 100 oder? Erstmal 100. Nicht, dass der mir jetzt hier. Doch, der muss. Enos, danke für dein Gebet. Gib mir mein Geld zurück. Irgendwann, glaube ich, nach bestimmter Zeit, so, wenn du so öfters spendest, kriegst du das hier. Diese Lernpunkte, Lebenspunkte, glaube ich, maximale quasi. So, wir haben nur noch 52 von 52 beinfreit. Abzocke, Enos-Statue, Abzocke. Das Einzige, was gut ist, ist dieser Talent da. So, ich denke mal, wir legen uns noch nicht mit. Aber es ist zu spät. Ich wollte eigentlich nämlich nicht mit denen anlegen, aber es ist zu spät. Deshalb. Das war nur eine Vorwarnung. Lass mal schnell an die vorbeisprinten. Es sind mehrere Wege auf einmal da. So, ich sprinte schnell an den vorbei. So, dann sind wir jetzt hier bei Kanta. Ich hoffe, das ist hier nicht zu dunkel. Weil es. Bei mir ist es ein bisschen dunkel. Ich kann auch an meinen Monitoreinstellung liegen. So, der müsste eigentlich uns ansprechen. Aber nein, wir leben ja in 2021. So, wenn du jemanden ansprichst, das gilt gleich als sexuelle Belästigung, deshalb lässt er lieber gleich sein. So, dann sprechen wir ihn an. Sieh an, wen haben wir denn da? Du bist auf dem Weg in die Stadt, habe ich nicht recht? Kann schon sein. Du siehst aus wie ein Flüchtling. Alle Flüchtlinge wollen in die Stadt. Du könntest sogar ein ehemaliger Sträfling aus der Minenkolonie sein. Mir ist egal, wo du herkommst. Aber ich glaube, ich habe ein interessantes Angebot für dich.
Okay, was hast du anzubieten? Ich habe kurz überlegt, ob ich annehmen soll. Wenn du bei den Torwachen genauso überzeugend bist wie bei mir, lassen die dich nie in die Stadt. Ich kann dir helfen, in die Stadt zu kommen. Ich habe hier ein kleines Stückchen Papier mit königlichem Siegel und der Unterschrift des Statthalters. Ein Passierschein. Interesse? Ja, da ist doch ein Haken, so. Ist immer Haken da. Tja, ist doch erzähl. Ein Haken an der Sache. Nein, kein Haken. Du schuldest mir lediglich einen Gefallen. Was willst du? Dabei, erzähl, was willst du? Was willst du erzählen? Was willst du für deinen Passierschein? Ich wusste, du bist der richtige Mann. Hör zu, du bekommst den Schein von mir, jetzt. Einfach so? Einfach so. Aber wenn ich dich in der Stadt treffe, schuldest du mir einen Gefallen. Haben wir eine Abmachung? Dann nein. Wie kommst du in die Stadt? Ne? Da kommt so, guck mal, seine Klamotten an, der kommt locker rein, so. Ich würde sagen, nein. Nein. Deinen Schein kannst du behalten. Da habe ich dich wohl falsch eingeschätzt, was? Da hast du. Naja. Willst du was anderes? Kann ich dich für meine Waren interessieren? Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Such dir was aus. Dann können wir direkt mal ein bisschen Geld machen. So. Das kaufe ich einfach mal. Einfach so, ich habe es einfach gekauft, weil ich es einfach gekauft habe. So, glaub mir, das ist nützlich. So, da müssen wir gucken, ja, was besser ist. Das verkaufen, das verkaufen wir nicht. Und Rest muss ich erstmal gucken. So. Ich muss weiter. Ciao. So, dann checken wir direkt hier rechts. Sieht man hier schlecht tatsächlich. Weiß nicht, lass mal ein bisschen heller machen. Ich befürchte, dass bei Dings hier, bei was? So ist schon volle Helligkeit. So, dann nachher in so Kontrast hilft das, keine Ahnung. Nee, hilft alles nicht. Weil bei YouTube, dass es viel noch dunkler wird, als es bei mir schon ist. Und bei mir ist schon verdammt dunkel hier. Mal schauen, wie es passiert so. Ansonsten schlafe ich mal schnell irgendwo an irgendeinem ein fremden Bett hier. Ist bestimmt irgendwo fremder Bett da. Dass ich schlafen kann. So, mein Bett diese. Weil ich das einfach gesagt habe und wir schlafen einfach bis morgen. Schlafenszeit. Warte, zurück. Für Türeinstellungen. Lass mal gucken. Statusanzeige aktivieren. Speichern nicht vergessen aktivieren. Ja, die ganze Status, das habe ich eigentlich alles als Mod. LP ändern. Aha. Einstellbar bis Hero Level. Kostet. XP ändern. Wir fassen das nicht an, wir lassen es so original wie möglich. So, Schlafenszeit, Karotsch, bis nächsten Morgen. So, und schon ist alles viel heller. Dann noch ein Lederbeutel. Ich hoffe, keiner hat gesehen hier. Mein dieser Lederbeutel. Tja, sieht wirklich alles anders aus, aber irgendwie auch alles gleich. Aber sieht geil aus. Mir gefällt diese. So, das sollte eigentlich uns auch ansprechen. Warum treibst du dich hier auf meinem Land rum? Für wen bist du? Für die aufständischen Bauern oder für den König? Mir egal. Für den König. Für den König. Für den König. Das haben die Stadtwachen gesagt, als sie die Hälfte meiner Schafe geholt haben. Für die Bauern, meinte ich. Wo sind die Drecksäcke, wenn wir uns die Banditen vom Hals halten müssen? Wo werden sie sein, wenn uns die Orks überrennen? Ich werd's dir sagen, in der Stadt, hinter den dicken Mauern. Also hör mir auf mit dem König. So, ich brauch, was ist hier eigentlich los? Was ist hier eigentlich los? Was ist dein Problem? Was los ist? Herr Junge, wo kommst du her? Wir befinden uns am Rande eines Bürgerkriegs. Bis jetzt haben alle Bauern die Abgaben an die Stadt als gerechten Tribut angesehen. Aber seit die Paladini in Korinis sind, kommen die Stadtwachen immer öfter und sie holen nach und nach alles ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald selbst nichts mehr. Einige Bauern fangen an, sich aufzulehnen. Ona war der erste von ihnen. Okay, so, erzähl mir mehr über Ona dabei. Erzähl mir mehr über diesen Ona. Ona ist der größte Bauer hier in der Gegend. Er hat sich von der Stadt losgesagt.
Es heißt, er hat Söldner angeheuert, damit sie ihm die Stadtwache vom Hals halten. Kann sie nicht verübeln. Jedenfalls traut sich jetzt kein königlicher Soldat mehr auf seinen Hof. Ach ja, dann, was sind das für Söldner dabei? Erzähl, was sind das für was Söldner? Sind das für Söldner, erzähl mir die das. Ona angeheuert hat? Ich weiß nicht viel über die Kerle. Angeblich sollen viele von ihnen ehemalige Gefangene aus der Minenkolonie sein. Ha, was man von denen zu halten hat, ist ja bekannt. Aber was willst du damit sagen? Ich komme selber von da. Ich war selbst ein Söldner. Für wen bist du eigentlich hier? Erzähl mal. Was ist mit dir? Für wen bist du? Bauern oder König? Ich bin zu nah an der Stadt, um wirklich eine Wahl zu haben. Aber ich bin ganz froh darüber. Ich wüsste nicht, wie ich mich entscheiden soll. Der König lässt uns ausbluten und Ona hetzt allen, die sich ihm nicht anschließen, seine Söldner auf den Hals. Deswegen sind die meisten anderen Bauern noch unentschlossen, aber auf kurz oder lang werden sie sich schon für eine Seite entscheiden müssen. Okay, dann so, vernünftige Kleidung. Ich brauche vernünftige Kleidung. Ich kann dir saubere Landarbeiterkleidung geben. Kannst du sie denn bezahlen? Da, was kostet? Du könntest kostet? Einen Teil des Preises abarbeiten. Wenn, falls du jemand bist, der Arbeit sucht. So, Erfahrung brauchen wir auf jeden Fall. So, was kostet die? Was kostet erzählen? Die Landarbeiterkleidung? Tja, mal sehen. 80 Goldstücke. Da, nur. Ist mir zu teuer, Blende. Innos hat mir mein Geld geklaut. Wie du meinst. Dann lass mal arbeiten. Ich suche Arbeit. Einen weiteren Knecht kann ich nicht gebrauchen. Du hast selbst angebracht. Für einen Tagelöhner hätte ich schon was zu tun. Ich meine, dabei. Du kannst mir ein bisschen auf dem Feld zur Hand gehen. Und es gibt auch sicher noch ein paar andere Dinge, die hier zu tun sind. Ich könnte dich mit Gold bezahlen oder dir ein paar gute Sachen zum Anziehen geben. Weil die Sachen sind eine Menge wert. Ich kann sie dir nicht umsonst geben. Aber ich kann sie dir billiger verkaufen, wenn du für mich arbeitest. Aber du hast ja schon Klamotten, also willst du vermutlich das Gold. Wie auch immer. Das kleine Rübenfeld neben der Scheune muss abgeerntet werden. Was soll das? Ich hab ich soll Rüben ziehen, willst du mich verarschen? Ich soll Rüben ziehen? Willst du mich verarschen? Richtige Männerarbeit ist wohl nichts für so einen feinen Herrn, was? Mach, dass du aufs Feld kommst oder verschwinde von meinem Hof. Okay, schrei mich nicht so an. So, dann lass mal Rüben ziehen. Schreit mich so an hier. Sind die Rüben hier, die halb so aus der Erde schon rausgucken. Sehen auch grafisch viel besser aus. So, lass mal erstmal die ganzen Rüben hier aufsammeln, weil der selbst das nicht gebacken kriegt hier. Was machen eigentlich überhaupt seine Bauern da? Die tun doch nur so, als würden die arbeiten. Wo sind die? So Schafe. Übrigens, es gibt dann so einen Dialog mit dem, wenn du seine Schafe abschlachtest. Der kommt dann so an hier, ich glaub's nicht, der Kerl schlacht einfach so meine Schafe ab. Hier, komm her, du Mist, ich verprügel dich gleich, wird die Fresse poliert. Dann haust du nur so. Tag, ich glaube, ich habe alle Rüben erwischt, während ich hier einfach sinnlos rumgelabert habe. So, aber ich sehe keine Rübe mehr. Deshalb sprechen wir ihn an und sagen, ey, ich habe alle Rüben. Also, ich habe gesagt, ich habe alle Rüben. So. Ich glaube, das waren alle, ne? So, ich habe deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Ja, aber das sind ja noch nicht mal 20 Stück. Hast du den Rest etwa aufgefressen? Das will ich nicht hoffen, mein Junge, sonst kannst du deinen Lohn vergessen. Ja, sieh zu, dass du mehr holst. Los, an die Arbeit. Aber da ist nicht mehr. Eine. Okay, beruhig dich. Hier sind mehr Rüben. Ich dachte, ich habe alle Rüben. Die sind bestimmt hier in diesem Gras richtig gut versteckt oder da hat noch ein Feld. Eigentlich waren Rüben alle hier. Ich sehe keine Rüben mehr. Wo sind die? Jetzt sehe ich es. Normalerweise waren die. Der hat hier ein neues Feld tatsächlich, oder? Ne, das sind keine Rüben. Wo sind Rüben? Ich brauche Rüben. Sind hier Rüben gepflanzt worden? Rüben? Hey, hast du Rüben gesehen? Ich brauche Rüben. 20 Stück Rüben will der haben. Wie viel habe ich denn jetzt überhaupt selber gepflückt hier? 14. 14 Rüben habe ich. Die müssen noch 6 irgendwo versteckt sein. So, aber ich sehe hier nichts. Oder siehst du da was? Oder warte, lass mal mein Bildschirm ein bisschen näher machen hier. Jetzt
20 Rüben will der hier. Ey. Hoppa, ich glaube, du verarschst mich. Ich werde deine Rüben einfach behalten, wenn du mir jetzt keinen Lohn gibst. Ich sehe hier keine Rüben, ey. Ich glaube, der will einen aufs Maul, ja. Da sind keine 20. Verarsch mich hier nicht, ey. Verarsch mich doch. Ah? Robert, was soll das? Du hast woanders Rüben. Was sind hier überhaupt? Hier sind keine Rüben. Hier ist noch ein Feld. Feldrüben. Da und nach. Blen. Robert Blen. Du hättest mir sagen müssen, dass du zwei Felder auf einmal hast. Sonst hast du nur ein Feld gehabt. Jetzt hast du plötzlich zwei Rübenfeld. Das ist nicht fair. So, ich glaube, ich habe mehr als genug schon eingesammelt. 20 wollte haben, ich habe schon. Ah, 25. Gleich gibt's hier Lohnverkürzung oder kein Lohn, weil ich zu viele gepflückt habe hier. Karotsch, Robert. Robert, was geht? Robert, ich habe deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Hier hast du deine Rüben. Du bist ja doch zu was zu gebrauchen. Immer du. Ich hab Schläfer besiegt. Aber das weißt du nicht. Was ist mit meinem Lohn? Ich kann dir 5 Goldstücke geben. Was? Oder die Klamotten billiger verkaufen. Was soll sein? Mach mir einen besseren Preis für Klamotten. Mach mir einen besseren Preis bis ich 18 kostet. Gut, ich werde sie dir für 10 Goldstücke weniger geben. Das kann ich dann verkaufen. So, dann haben wir jetzt statt 80, 70, aber wir fragen, ob der noch was zu tun hat. Hast du sonst noch was für mich zu tun? Ich nicht. Aber du kannst meine Frau fragen oder die Jungs auf den Feldern. Vielleicht brauchen die Hilfe. Okay. Wir machen hier Quests auf dem Bahnhof. Das sind unsere ersten Erfahrungspunkte. Sieht auch geil aus, dieses Haus. Viel besser als vorher. Sieht alles richtig geil aus. Also mir gefällt diese. So, wo der jetzt seine Klamotten versteckt. Der versteckt eigentlich normalerweise seine Klamotten, aber das war in einer Truhe. Aber jetzt weiß ich nicht, wo der jetzt hier versteckt. Das hat sich ein bisschen alles geändert. Ich habe doch gesagt, es ist alles anders, irgendwie gleich, aber irgendwie auch anders. Hallo Frau. Hey du. Tag, ich habe Rüben für dich. Ich habe hier ein paar Rüben für dich. Gut. Das sollte reichen, um die Kerle zu mästen. Wo du schon mal hier bist. Ich habe einen fahrenden Händler gesehen, ich der auch. Vor ein paar Minuten hier vorbeigekommen ist. Ich glaube, er hat auf dem Weg zur Stadt Halt gemacht. Geh zu ihm und sieh nach, ob er eine brauchbare Pfanne für mich hat. Und deswegen habe ich die Pfanne schon mal gekauft. Hahaha, gib mir Gold. Gib mir das Gold und ich gehe für dich zum Händler. Damit ich nicht zweimal hin und her laufe. Kannst du mir trauen? Dass du mir das Geld ja nicht versäufst, hörst du? Was passiert, wenn ich das doch versäufe? Hier ist deine Pfanne, Karutsch. Hier ist deine Pfanne. Gut, dann wollen wir mal sehen, ob sie auch was taugt. Ach ja, Innos glaubt nicht an den, der verarscht dich nur mit Gold. Hier, nimm. Bist ein guter Kerl. Ich weiß, ich bin immer gut. Ich hab Schläfer besiegt. Soll ich dir mal erzählen, wie ich. Ich hab auch ein eigenes Lager, willst du nicht mit mir gehen oder so? Hast du Scheiß was auf den Bauern hier. Du hattest heute schon deine Portion. Komm später wieder. Ah, okay, komm später wieder. Aber überleg dir, ich hab eigenes Lager. Im Minental. Überleg dir, vielleicht kommst du mit mir mit. Scheiß auf den Bauer da. Der hat nur Bauern auf. Ah, da sehe ich eine Truhe. Da ist bestimmt. Ist es eine Truhe? Ja, das ist eine Truhe, ne? So, und da ist bestimmt Bauernkleidung. Man kann ihn beklauen. Ja, man kann ihn beklauen. So, dann. So, Quest für den haben wir erledigt. Jetzt lassen wir noch ein bisschen für anderen Bauern Quest erledigen. Und zwar der da vorne mit Schafe. Vielleicht hat er was zu tun für uns. Aua, Mallet. Hey, Fremder. Ich habe gesehen, wie du aus den Bergen gekommen bist. Du kannst froh sein, hier nicht vor 3 Wochen vorbeigekommen zu sein. Na? Wir hätten dich für einen entlaufenen Sträfling gehalten und mit denen haben wir kurzen Prozess gemacht. Will ich das? Du sahst ganz schön fertig aus, als du ankamst. Na ja, geht schon. Mittlerweile siehst du ja wieder aus wie ein Mensch. Was willst du hier? Was willst du hier, Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. So, ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich brauche bessere Ausrüstung. Ich muss weiter, so. Ich wurde in die Bergen von Banditen überfallen. So, was wäre hier am sinnvollsten? Lass mal das entsprechen. Ich wurde in den Bergen von Banditen überfallen. Dieses Dreckspack. Wahrscheinlich waren es dieselben Mistkerle, die letzte Nacht eins von unseren Schafen geholt haben. Du hast ganz schön Glück gehabt. Die meisten kommen nicht mit dem Leben davon. So, die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. So, ich kenne das Versteck der Banditen. Ich kenne das Versteck der Banditen. Willst du sie etwa angreifen ohne mich? Es ist viel zu gefährlich.
Außerdem muss ich hier auf meine Schafe aufpassen. Aber wenn du meinst, du kannst uns das Pack vom Hals schaffen, werden dir alle auf dem Hof dafür sehr dankbar sein. So. Was ist, wenn ich jetzt... pass auf. Pass auf. Ich spreche das noch nicht an. Ich gehe jetzt kurz mal zu Banditen. Und wir sehen uns gleich bei denen. Ah, Wolf. Lass mal Wolf verprügeln. Meine Erfahrung, dieser. Das ist meine Erfahrung. Karoche, wir sehen uns gleich bei Banditen, wenn es alles klappt, wie ich denke. Oh, das ist der junge Mann hier. Lass mal den ansprechen. Aua. Einer der Bauern vor der Stadt hat mich geschickt. Was? Die Bauern kennen das Versteck? Da. Die Sache mit den Schafen ist aufgefallen. Verdammt. Na, dann werde ich mal umziehen. Wenn die Typen das Versteck leer vorfinden, suchen sie vielleicht nicht weiter nach mir. Und der geht einfach weg. Wohin? Keine Ahnung. Ich könnte natürlich ihn folgen, aber... der geht einfach. Zurück zum Versteck, aber habe ich dafür Erfahrungspunkt bekommen? Keine Ahnung. Wir sind's. Oder lassen wir hier spielen. Das ist nicht weit tatsächlich so. Ich habe zwar jetzt geschnitten gehabt, das heißt, Aufnahme aufgehört zu starten, dann wollte es nicht weit. Das ist direkt hier. So, dann sagen wir, so, pass auf, Versteck ist Geschichte. Ich habe alles erledigt. Die Banditen werden dir keinen Ärger mehr machen. Warum? Sind sie tot? Sie haben sich mit dem falschen Mann angelegt. Innos sei Dank. Hier, es ist nicht viel, aber du sollst es haben. Ich werde den anderen davon erzählen. Dreimal Wein, kann ich verkaufen. So, jetzt sind wir hier auf Hof schon mal bekannt hier. Irgendwann ist mein Hof so. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Kann schon sein, dass sie dich reinlassen, wenn du ihnen das erzählst, was sie hören wollen. Und das wäre? Na, zum Beispiel, dass du von Loberts Hof kommst und in der Stadt zum Schmied willst. Verstehe. Das ist eigentlich, ich habe eigentlich hier früher sehr selten für Bauern hier Aufträge gemacht, außer die jetzt mit Rüben ziehen, haben wahrscheinlich alle gemacht. Aber Rest habe ich so viel kaum gemacht, ich wusste nicht, dass man noch für Lobart als Schmied da reinkommt, also mehrere Möglichkeiten gibt es in die Stadt zu kommen. Das wusste ich zum Beispiel nicht. Ich brauche bessere Ausrüstung. Kann ich mir schon vorstellen, aber ich sag dir gleich, zu verschenken haben wir hier nichts. Wenn du für das, was du willst, bezahlen kannst, wird Lobart dir was verkaufen. Ansonsten geh zu ihm und frag ihn, ob er Arbeit für dich hat. Hab ich schon, ich hab schon Rüben gezogen. So, wo finde ich... Wo finde ich Lobart? Na, auf dem Hof natürlich. Der Hof gehört ihm. Und dann nur da. Nicht krumm. Er hat schon so manchen Streuner von seinem Hof geprügelt. Mit mir hat er keine Chance. Ich muss weiter. Dabei. Lenk mich nicht ab. Lass mal den nächsten Bauer ansprechen. Wie gesagt, ich hab hier nie für Bauern... außer für Lobart. Und für Hilda habe ich noch ein paar Dings hier Quests gemacht, aber so direkt wie jeden Bauern, wie nur, kenne ich zum Beispiel auch nicht. Dasselbe wie immer. Viel zu tun, wenig Geld und mit ein bisschen Pech sind morgen die Orks hier und brennen unseren Hof nieder. Also so wie jeden Tag. Die Paladine des Königs haben die ganze Stadt besetzt. Aber ich glaube kaum, dass sie ihre Hintern hier rausschwingen, wenn die Orks uns überfallen. Glaube ich auch nicht. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Kann ich dir helfen? Ich suche Arbeit. Hast du denn Ahnung von Feldarbeit? Nein. Was gibt's denn da zu wissen? Ich sehe schon. Ich denke, wir kommen hier schon zurecht. Wenn du für Lobart als Tagelöhner arbeiten willst, kann ich dich nur warnen. Er bezahlt Leute wie dich echt nicht. Hab ich schon gemerkt. Er hat mir angeboten, mir günstig saubere Sachen zu verkaufen, wenn ich auf dem Hof helfe. Ich hab zwar nichts für dich zu tun, aber du kannst mir und den Jungs was zu trinken bringen. Hol mir eine Flasche Wein und ich werde Lobart erzählen, dass du uns eine echte Hilfe warst. So, ja, unser letzter Lohn war tatsächlich Flasche Wein, deshalb geben wir ihnen das. Wie hast du deinen Wein? Ich frage besser nicht, wo du ihn her hast, was? Ich hab Banditen umgelegt. Ist ja auch egal. Ich danke dir jedenfalls. Lobart wird von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Ja, natürlich, ihr müsst übertreiben, ey. Der Kanal ist da, hat ganze Feld alleine gemacht und so. Bestimmt wegen diesem Wein, so. Ich will in die Stadt. Ich will in die Stadt. Und? Kannst du mir was Interessantes über die Stadt erzählen? Nö. Aber Marlet ist von Zeit zu Zeit mal in der Stadt. Vielleicht weiß er was. Ich meine, was dich interessiert. Da, glaube ich auch so. Gibt es irgendwelche interessanten Neuigkeiten? Gibt es irgendwelche interessanten Neuigkeiten?
Ich hätte Linus Versteck können, vor zwei Tagen einen Ork drüben am Waldrand gesehen zu haben. Seitdem halte ich nachts immer mindestens ein Auge offen. Linus Verdacht. Da ist ein... So, Quest. Wir könnten... So, wenn es ein Ork ist. Aber wo genau? Wenn es ein Ork ist, sind wir natürlich so gut wie tot. So, lass mal den nächsten Bauer ansprechen. Wenn es noch einen Bauer mit Namen gibt. Nur die Bauern mit Namen kann man ansprechen. Die Bauern ohne Namen kann man zwar auch ansprechen, aber die sind nicht so... So, Lobat. Karoche. Was kostet die Landarbeit? Tja, mal sehen. Du hast für mich die Feldarbeit gemacht. Da hab ich. Du bist meiner Frau zur Hand gegangen. Da hab ich. Vino sagt, du warst ihm eine echte Hilfe. Ich meine, das würde schon was heißen. Er hält sonst nichts von Tagelöhnern. Marit sagt, du hast uns die Banditen vom Hals geschafft. Dafür musst du mir das halt schenken. Die Skala haben uns eine Menge Ärger gemacht. Du musst mir das schenken dafür. Sind wir sie jetzt los? 40 Goldstücke. Hey, ich hol gleich die Banditen wieder, Blen. Wie du meinst. Ich hol gleich die Banditen wieder, ey. Du fasst mich doch hier. Wer ist das? Hilda. Hilda. Dein Mann? Das ist geizig, Blen. Ich hab schon extra Banditen für den Ohr gebracht und der schenkt mir einfach das nicht. Warum? Ah? So, lass mal gucken, ob wir irgendwo Ork finden. Wenn ich jetzt keinen Ork finde, ist ja als Quest da. So, irgendwo am... Ja, ich hab hier Steuerung, muss ich ein bisschen ändern hier. So, warte. Tak, 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 tak. So, wo war das? Wo war das? Springen. So. So gefällt mir schon besser, wie in G1. So, Steuerung nach G1, da muss ich mich nicht immer ungewöhnen. So, Tag, irgendwo, lass mal lesen hier. Aktuelle Mission, so, sind viele auf einmal. Ring des Wassers, Wassermann, Steckbrief, der Bandit, Kavallons, alte Hütte, Kräuter, da. Wiener meint, vor der Stadt ein Ork gesehen zu haben. Ob dieser gefährlich ist? Mal sehen. Tja, mal sehen. Das weiß ich nicht. Lass mal gucken, ob da wirklich ein Ork ist. Vor der Stadt. Irgendwo im... Ah, Mann. Feldknitterich stört. Irgendwo ist da ein Ork. So. Da. Ah, lass mich in Ruhe. Wer bist du denn? Ah, wo, Greg? Hey, du. Guck mal hier. Joe, was bist du? Unterwegs in die Stadt? Ja. Schwer beschäftigt noch dazu. Hör mal. Du siehst mir wie ein schlaues Kerlchen aus. Ich schätze, du wirst es nochmal sehr weit bringen. Dir macht doch bestimmt keiner was vor. Sowas erkenne ich sofort. Sag mal, du wirst dir doch bestimmt ein paar Goldstücke verdienen, nicht wahr? Warum nicht? Warum nicht? Du musst es einem unwissenden alten Seemann schon nachsehen. Ich bin fremd in dieser Gegend hier und kenne mich noch nicht so gut mit den hier herrschenden Regeln aus. So musste ich schmerzlich erfahren, dass man als fremder Reisender in der Hafenstadt nicht willkommen ist. Nun stehe ich hier und bin völlig ratlos, wie ich in die Stadt kommen soll. Ich habe äußerst wichtige Geschäfte zu erledigen und meine Auftraggeber dulden keinen Aufschub, verstehst du? Du wirst mir doch sicher helfen, meinen Weg zu finden, an den Stadtwachen vorbeizukommen, habe ich recht? Wegen der Stadtwachen. So. Wegen der Stadtwachen. Ja? Schon eine Idee? Ich denke drüber nach, so als Kräutersammler. Als Kräutersammler würdest du in die Stadt kommen. Was? Sehe ich etwa so aus, als würde ich im Wald Blümchen pflücken? Ja. Ich habe nur Witz gemacht, ey. Der Mistkerl hat noch nicht mal Gold dabei. Du hast nur ein Gold nicht genommen. Ich habe zwar Gold da. Da. Irgendwelche Mods beißen sich wieder zusammen. Wie bei GZ hatte ich schon Probleme gehabt. Ey, bleh. Was soll das? Ich hab doch... Das war doch nur ein Vorschlag, ey. Und dir soll ich helfen, jetzt muss ich... Feuernessen, nein, nicht Feuernessen hier. Was kann ich denn essen hier? Butterfleisch esse ich mal. Das esse ich auch mal. Das ist doch gleich direkt ausrastet, ey.
Dauer Sekunden, 25, was dauert? Keine Ahnung. So. Oh, Apfel. Dann. Ein Topf. Und passt schon, Greg, ich hab doch nur Witz gemacht, ey. Muss ich dir nochmal zeigen, wer hier der Herr ist? Hab das doch nicht ernst gemeint. Es war nur ein Vorschlag, dass du gleich deswegen rausstust. Das habe ich dir vergessen, dass er deswegen uns angreift. Warum? So, irgendwo hier muss Ork sein. Da sind verdammt viele Blutfliegen, die uns umbringen. Da ist die Stadtwache. Die werden uns mit Sicherheit nicht durchlassen. Ah, der Ork. Der Ork muss... Ja, yeah, Blutfliege. Bleib mal ruhig. Bleib mal locker, Blutfliege. Ich sehe nur Snapper. Ork sehe ich nicht. Wir werden gleich sterben. Lass mal zurück. Lass mal zurück. Sonst sterben wir gleich hier. Ah, und ich habe noch nicht gespeichert. Fällt mir gerade ein. So. Und dann machen wir F5. Wo könnte dieser Ork sein? Da war, ich weiß, dass ein vor der Stadt irgendwo Ork ist, aber ich habe es vergessen, weil ich das lange nicht mehr gespielt habe. Ork. Irgendwo muss das sein. Und hier sehe ich erstmal so nicht. So, ich habe gespeichert, notfalls kann man laden. So, aber ich glaube, in dem Teil irgendwo ist. Wir müssen einfach kurz sehen, gut ist. Wir müssen nicht töten. Warte, lass mal vorsichtshalber noch das hier aufrüsten. Aber der hat mir Gold nicht genommen. Das ist ein bisschen komisch, diese. So, das sind Snappers. Das sieht wirklich sehr schlecht mit dieser ganzen Vegetation. Gefällt mir aber gut. Die Vegetation gefällt mir gut, diese. Junge. Ahorn. Man kann hier herfällen. Interessant. Holzschrei. Du fühlst dich stärker, da nur nach. Man kann hier Bäume fällen. Ah, Scheiße. Ich hab's noch gehört. Da ist ein Schifflein. Lass mal schnell abrauen. Ich hör die immer noch, wie die hinter mir herren. Okay, ich glaube, die haben es so sein gelassen. So, lass mal direkt wieder auf den Weg rennen. Da ist ein Schattenläufer, den sehe ich auch. Und das Nein, das ist Ork. Da ist er. Weg. Jetzt haben wir einen Ork gesehen. Aber der greift uns an. Blutfliegen gehen gleich auf den Sack. So. Tag. Schnell, renn. So, schnell. Ich brauche Weg. Ah, Mann, Greg, mach mal was. Ich bin noch nicht stark genug. Meine Waffe ist weg. Ich habe ihn doch ausgerüstet gehabt. Ah, ich muss abhauen. Boah, Greg. Danke. Bis mein. Ah, okay. Okay. Ich hab's verstanden, warum. Ja. Dax, tschö, ich hab einen Ork gesehen. Wo ist der Bauer? Ich kann Bauer sagen, ey, Ork ist da. Der ist gefährlich, dieser. Wo ist denn der? Vino. Der Mann mit den Augenklappe. Dax, Vino. Gibt's irgendwas außer. Oder soll ich ihn töten oder was? Wir haben ihn doch gesehen, ey. Dag, Venus Verdacht. So, Vino meint vor der Stadt ein Ork gesehen zu haben. Ob dieser gefährlich ist? Mal sehen. Der ist gefährlich. Der hat mich angegriffen. Der wollte mich angreifen. Der ist gefährlich. Orks sind immer gefährlich. Ist doch logisch. So, ich habe Orks gesehen. So, okay, irgendwann nach der Zeit bringen wir den einfach um und dann mal schauen, ob der Quest sich von alleine erledigt. So, aber da ich keinen Bock habe, jetzt zu zahlen, ich gehe einfach so dreist hier rein. Da es eh keiner ist, nimm mir einfach diese scheiß Kleidung. Ich werde nicht einen netten spielen, ich werde ein Arschloch spielen. Wie im ersten Teil. Meine diese. Öffne mich auch mit. So, und jetzt schleichen wir uns so auffällig wieder raus. So, die haben eh nichts gemerkt. Die haben nichts gecheckt. So. Dabei. Hey, du. Seit du das letzte Mal hier warst, fehlen ein paar Sachen aus meiner Truhe. Ich nix wissen. Du solltest dich hier nützlich machen und nicht in meinem Haus rumschnüffeln, du Tagedieb. Du gibst mir auf der Stelle meine Klamotten wieder. Nö. Vergiss es. Ich werde dir helfen, Bürschchen. Na, warte. Ah, schnell weg. Was willst du machen? Was? Ah, der rennt immer noch hinterher. Weg. Ciao, was willst du jetzt machen? Greg, ich hab deine Klamotten. Ja, der rennt immer noch hinterher. Blöd.
Der lässt nicht locker. Yeah. Verschwinde, Nachrin. Tja, ist der immer noch? Der lässt nicht locker, ey. Der hat doch schon längst nachgeben müssen, ey. So, du kriegst mich nicht. Du kriegst mich nicht. Du auf keinen Fall. Meine Klamotten, das. Meine Klamotten, hab ich gesagt. Bleib du stehen, damit ich abhauen. Ja. Glaub, gleich stirbt Lobot. Ah, bleibt kein Ausdauer. Tack, tack, tack. Ist er wieder in der Nähe oder was? Dass der immer noch Wache schreibt, ey. So, aber lass mal erstmal alles plündern. Unser Hab und Gut. Dann gehen wir zum Greg und erfüllen diese Quest. Nachdem ich, rostiges Schwert. Das können wir verkaufen, das macht Geld hier. Dunkelpilz. Ich glaube, der stirbt gleich sowieso. Boah, Heilpflanze. Brauche ich nicht. Boah, rostiges Schwert. Danodach. Boah. Boah, Gold. Geil, ich bin nicht ganz seit Powerfarm. Wir müssen endlich. Klang so, als wäre der Lobot jetzt tot. So. Ich glaube, Lobot ist gestorben. Warte, lass mal suchen. Lass mal den aufsuchen. Blin, zwei auf einmal sind lustig. Lass mal die hier. Ja, ist zwar Erfahrungsverlust, aber. Lass mal den Greg locken. Ich will jetzt an Lobots Sachen rankommen. Wo ist Greg? Greg! Da ist ein Feldräuber. Ja, ja. Greg, mach mal was. Greg, töte den. Danke. So, nächster. Erstmal speichern. Lobot ist selber so tot. Jetzt tut er mir ein bisschen leid. So, vielleicht schaffe ich den auch alleine. Ja, Lobot hat ganz gut schon gekämpft, deshalb schaffe ich den alleine. So, hier ist er. Hier liegt er schon. Tja, sorry Lobot. Du hättest einfach sein lassen müssen. Lass mal zum Greg. Hey Greg. Hey. Wegen der Stadtwachen. Ja, schon eine Idee? Diese Bauernkleidung, nimm diese. Mit dieser Bauernkleidung hier sollten sie dich vorbeilassen. Das ist genau das, was ich jetzt brauche. Mensch, ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Getarnt als einheimischer Bauerntölpel wird mich hier niemand mehr behelligen. Ausgezeichnet! Das hast du wirklich gut gemacht. Hier hast du deine versprochene Belohnung. Was denn? 50 läppische Goldmünzen? Das ist doch wohl nicht dein Ernst. Gold ist nicht alles, mein Freund. Nimm sie erstmal. Ich habe so das Gefühl, dass wir uns bald wieder begegnen werden. Und wer weiß, vielleicht werde ich mich nochmal revanchieren. Mach's gut. Okay, mach's gut, mach's gut. So, dann wollen wir uns auch mal jetzt endlich in die Stadt. Wir wollen jetzt endlich in die Stadt. So, jetzt kommen wir endlich in die Stadt.